Hallo und herzlich willkommen zum Gitarrentutorial zum Song Loser von Apache 207. Wir fangen ohne Umschweife direkt an. Ich habe meinen Capodaster hier im dritten Bund auf der Gitarre, damit wir in der richtigen Originaltonart sind. Und wir brauchen im Grunde eigentlich nur wieder unsere vier Akkorde. Das sind zum einen A-Moll, dann G-Dur, optional auch so zu greifen, dann D-Mal, und der schwierigste von allen, F-Dur in der großen Form oder F-Dur in der kleinen Form. Das sind die Begleitakkorde, die wir für die Hook vor allem brauchen und auch für die anderen Parts, in denen gerappt wird, aber wir beschäftigen uns heute quasi nur mit der Hook. Ich werde es euch einmal anspielen im ganz grundlegenden Stil. Ich bin nur ein Loser, so hast du mich doch gesehen. Du brauchtest Zeit, um endlich wegzugehen. Von all den Losern kann dich heute niemand hören. Die Crowd schreit laut, alles ausverkauft. Ich bin nur ein Loser, so hast du mich doch gesehen. Du brauchtest Zeit, um endlich wegzugehen. Von all den Losern kann dich heute niemand hören. Die Crowd schreit laut, alles ausverkauft. Okay. Das sind die Begleitakkorde für die Hook und für das ganze Lied. Wie spiele ich denn jetzt nun die Melodie? Also wir haben den Capodaster weiter im dritten Bund. Und ich würde euch einmal die Hook anspielen. Die Noten bzw. die Tabs sind auch hier unten eingeblendet, sodass ihr mitspielen könnt. Okay. Das war die Melodie in den ersten drei Bünden zu spielen, ganz einfach. Also Ringfinger hier, dritter Bund H-Seite, erster Bund H-Seite mit dem Zeigefinger und zweiter Bund G-Seite mit dem Mittelfinger. Das sind eigentlich alle gegriffenen Noten, die wir brauchen. Noch einmal langsam. Jetzt kann man das so spielen, man kann aber auch noch Bässe hinzufügen, dann hat man gleich ein viel volleres Gefühl. Dazu nehmen wir einfach die Grundtöne von den Akkorden. Das war in dem Fall A-Moll, nehmen wir also einfach nur den Grundton A. Bei dem G-Dur nehmen wir einfach den Grundton G. Beim D-Moll Grundton D. Und beim F-Dur Grundton F. Oder auch das hohe F könnt ihr auch nehmen, falls euch das noch zu schwierig ist. Und wenn ich das zusammen kombiniere, klingt das ungefähr so. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Tutorial und bis zum nächsten Mal, euer Micha.